Ja, hallo zu einem neuen Video und wir haben einfach schon 11:30 Uhr. Aber ich war gerade irgendwie so motiviert, ein Video zu drehen und deswegen dachte ich so, ich schlafe eh noch nicht. Also warum nicht einfach noch ein Video drehen? Und ich hatte in meiner Insta-Story gefragt, ob ihr Lust habt, mal auch so ein Video, wo ich so unangenehme Fragen beantworte. Und wann kann man das besser drehen als nachts? Yes. Wenn ihr sowas öfters sehen wollt, dann abonniert mich doch gern. Was war dein peinlichstes Erlebnis bisher? Um ehrlich zu sein, die Frage habe ich schon mal in einem Video mit Chiara beantwortet. Peinlichstes Erlebnis ist so eine Sache. Ich persönlich finde die dann im Nachhinein einfach immer lustig und dann lustig darüber nachzudenken, wie das war. Oder das dann halt so, ja, nochmal so ein bisschen alles durch. Ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist so richtig ein peinliches Erlebnis, habe ich jetzt bisher ehrlich gesagt noch nicht, beziehungsweise wenn, dann war es nicht so peinlich, dass es mir wirklich als peinlich im Kopf geblieben ist, sondern meistens war es dann im Endeffekt einfach nur mega lustig und man lacht sich halt drüber schlapp, weil man sich so denkt, so, wie dumm. Wann und mit wem hattest du deinen ersten Kuss? So mit 14? Ja, mit 14. Und es war auch damals mein Freund in dem Sinn. Welcher Promi ist dein heimlicher Schwarm? Um ehrlich zu sein, hatte ich nie so einen richtigen Promi, den ich nice fand. Gibt's, glaube ich, nicht. Also wirklich nicht. Und hey, selbst wenn, wäre das jetzt unangenehm? Also mir war es eigentlich nicht unangenehm, um ehrlich zu sein. Hast du schon einmal gegen das Gesetz verstoßen? Irgendwie sind es keine unangenehmen Fragen, kann es sein? Naja, gegen das Gesetz verstoßen. Es ist ja an sich schon gegen das Gesetz verstoßen, wenn man irgendwie zu schnell fährt oder so, oder? Theoretisch ja schon. Für die Straßenverkehrsordnung. War das ein Gesetz? Ja, schon, oder? Upsi. Ja, aber sonst eigentlich nicht. Nö. Ja, wobei, wenn man jetzt halt schon irgendwie Alkohol trinkt, bevor man es darf, rein theoretisch. Natürlich hat man auch schon mal so am 16. oder 17. Geburtstag einen Tequila-Shot getrunken, wo man es theoretisch erst ab 18 darf. Also, ja, wenn sowas auch zählt, dann ja, aber jetzt nicht sowas. Ich habe jetzt noch nie irgendwas geklaut oder sowas oder irgendwie in die Richtung. Welche Drogen hast du bisher ausprobiert? Ich bin da, glaube ich, so eine der lamesten Personen, die es gibt. Also, so alkoholisch, so die einzige Droge in dem Sinn, die ich ausprobiert habe. Yes. Bist du schon einmal schwarz mit der Bahn gefahren? Also, sind wir mal ehrlich, wer noch nie, oder wer sagt, er ist noch nie schwarz gefahren, der lügt doch, oder? Also, es ist doch safe, jeder schon mal schwarz gefahren, oder? Also, yes. Welche Eigenschaft an einer anderen Person findest du so richtig abturnend? Ich muss, deswegen keine Ahnung, unangenehm fragen, Leute. Naja. Abturnende Eigenschaften bei Personen. Also ich finde es mega abturnend, so wenn du Leuten anmerkst, dass die so, ich nenne es jetzt mal fake, freundlich sind. Also, ihr wisst safe, was ich meine, oder? Also, wenn Leute so mega, mega freundlich sind, wenn du genau merkst, so die reden gerade nur mit dir, weil du irgendwie gerade in so einer Gruppe stehst oder so und nicht, weil sie dich wirklich nett finden in dem Sinne, sondern einfach, weil sie so halt irgendwie so den Anschluss suchen, aber so, so, wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung. Hattest du schon mal einen Filmriss, weil du zu viel getrunken hast? Nope. Ich hatte noch nie einen Filmriss und ich habe auch noch nie was vergessen. Und ich habe auch noch nie von Alkohol gekotzt. Yes. Hast du schon einmal erotische Fotos von dir gemacht? Wenn ja, hast du sie wem geschickt? Beides nein. Ich habe noch nie welche gemacht, weil ich viel zu arg Angst habe, dass das in falsche Hände kommen würde oder könnte oder keine Ahnung was. Und alleine aus dem Grund würde ich es auch never jemandem schicken. So.
Hast du schon mal zwei Leute gleichzeitig gedatet? Nein, habe ich auch nicht. Ich hatte tatsächlich auch noch nie so ein richtiges Date. Hatte ich noch nie. Lässt du das Wasser laufen, während du auf Toilette bist? Nein, das wäre voll die Wasserverschwendung. Warum genau sollte man sowas tun? Hattest du schon mal ein... Aua. Hattest du schon mal einen Zungenkuss mit einer anderen Frau? Also Zungenkuss nicht, nee. Also ich glaube, es ist normal, dass man irgendwie mal so Freundinnen irgendwie auf den Mund küsst. Aber ich glaube, schon unter Mädels ist es normal. Aber Zungenkuss, nee. Hallo, die Fragen sind nicht unangenehm. Hast du schon einmal ein Porno gesehen? Also, ich glaube, es hat jeder schon mal angeguckt, oder? Safe. Also, gut, ich werde jetzt 19. Ich glaube, in dem Alter hat es safe jeder schon mal gemacht. Aber einfach nur so, um zu sehen, was eigentlich ein Porno ist, so in dem Sinne. Also, das ist auch schon ein bisschen her. Wann war das? Ich glaube, das war so mit 16? Das war mit 16. Einfach so aus Interesse, weil das so das Alter war, wo so mehr Leute drüber geredet haben irgendwann und das so ein Thema war, wenn man mit seinen Freundinnen oder so drüber geredet hat. Und ich dann irgendwann dachte so, ey, ich muss schon auch mal einen angucken, einfach mal, um es gemacht zu haben. Aber ich finde es ehrlich gesagt nicht so nice. Also ich weiß nicht, ich glaube generell Männer finden das nicer als Frauen. Gibt es wirklich Frauen oder Mädels hier, die das wirklich auch nice finden? Also ich glaube tendenziell, dass Jungs das nicer finden als Mädels, um ehrlich zu sein. Yes. Und ich glaube, ich höre jetzt auf in dem Video, weil so coole Fragen sind es nicht. Also wenn ihr mal ein Video haben wollt, wo ich wirklich richtig, richtig unangenehme Fragen beantworte, beziehungsweise ihr unangenehme Fragen habt, wo ihr einfach mal wissen wollt, wie ich darauf reagieren würde oder ob ich die beantworten würde, ob ich das nicht beantworten würde. Es gibt sicherlich auch Fragen, wo ich sage, stopp, bis hier nicht weiter, die beantworte ich nicht. Aber auch dann würde ich es euch ganz ehrlich sagen, so, dass ich die Frage nicht beantworten möchte. Und dann, ja, hat sich das, glaube ich, auch. Also, wenn ihr das auch öfter mal noch sehen wollt auf meinem Kanal und Fragen habt, die ihr mega cool findet oder mir gerne stellen würdet, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Und folgt mir auf Insta, weil, wie gesagt, da sammle ich dann die ganzen Fragen und mache Fragerunden. Ihr könnt mir natürlich aber auch Fragen gerne einfach in die Kommentare schreiben. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und yes, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid.